Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Stage von Mega Man X6. Als nächstes erwartet uns das Maverick Rematch. Außer ich bin falsch informiert. Ups. Ah, hier sind ja noch Stacheln überall. Na toll. Da war noch links was, ne? Da war noch was. Schade. Na dann, auf geht's. Wer möchte als erstes eins auf die Mütze? Ah, Commander Yamark. Dann kriegt er die Power von Infinity Maginian ab. Scheiße. Welche waren das? War das der hier? Ja. Okay, Sieg für mich. Aber das ist gut. Da kann ich nämlich weiterhin meine Energy Tanks oder Subtanks voll machen. Blaze Heatnix. Gut. Dann kriegst du die Power von Ground Scaravage ab. Oh, das war vielleicht zu früh. Oh, das war schon wieder zu früh. Mensch, lass dich doch mal treffen. Schön, es läuft noch rund. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Blizzard Wolf. Blizzard Wolffang. Schwer zu erraten. Au. Du kriegst Magma Blade ab. Total verarscht gerade. Aber besser so als andersrum. Ich will mich echt nicht aufregen jetzt. Ich reg mich auf, dass es zu schwer ist. Reg mich auf, dass es zu einfach ist. Ne, 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 ne. Oh. Nein, nein. Oh, 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 Ex. Du. Ob du vielleicht Energie aufsammeln wolltest da oben? Klar. So, wen haben wir denn hier? Wer bist du? Ah, oh, der Mistkäfer. Und der ist der Erste, der mir Schaden zugefügt hat. Gratulation. Thank you.
Bin beeindruckt. So. Das ist aber auch ein scheiß Aufbau, um nach oben zu gehen und sich seine Energie aufzuladen. Ups. Ach, Shield Sheldon. Okay, ist das so egal, was er macht? Feuer frei. Oh. Oh, du hast mir Schaden zugefügt. So, und dann nochmal nach oben. La 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 la. Metal Shark Player. Ich finde seinen Namen auch blöd. Was? Ist das nicht dein... Oh, nee. Von Torchlight. Von Rainy Torchlight ist die Schwäche. Mann, das war jetzt blöd. Wo ist denn das? Meteor Rain. Das ist deine Schwäche. Was ja schon verrückt ist, du bist ein Hai. Du solltest Wasser toll finden. Ich sollte treffen. Mir graut es gerade noch ein bisschen vor Infinity Maginian. Ob der auch so leicht wird? Verhältnismäßig. Oh, meine Energy Tanks sind schon voll. Witzig. Oh, ja, gehen wir mal hier rein. Gucken. Hm, so viel Platz. Das ist wohl eher Rainy Torch, Leute. Nein, es ist Infinity Maginian. Ich bin jetzt stärker, besser, größer, toller. Schöner. Mich echt nicht beschweren, aber der kriegt so wenig Schaden ab, weil ich ihn auch überhaupt nicht treffe. Wenn ich das beim letzten Mal gemacht habe, ich eine andere Waffe genommen, ne? Statt seiner Schwäche. Ist das ungern? Ich befürchte, der macht mich jetzt platt. Was jetzt halb so wild ist. Aber ein bisschen albern war das jetzt trotzdem. Oh, Game over. Schade. Ready,
warum ich das von Anfang an mit Meteor Rain? Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das mit der anderen Waffe nicht. Ich mag die Waffe von Shield Sheldon nicht so wirklich. Und ich wusste, dass der mir nochmal Probleme machen würde. Obwohl ich besser, größer, toller und stärker und schöner geworden bin. Ich muss gestehen, ich wusste auch gar nicht, welcher von den ganzen der richtige ist. Ich habe einfach alles geplättet. Was eigentlich ganz gut funktioniert hat, wenn ich das so sagen darf. Den habe ich ihn jetzt noch nicht. Rainy Tortloid. Ich habe nachgelesen, das ist übrigens der größte, in Anführungsstrichen, normale Boss. Und der ist auch riesig. Das Turtok-Ding. So, mal gucken, wie die Waffe eigentlich funktioniert. Ja. Die funktioniert natürlich mega bei ihm. Nee. Da bin ich wohl irgendwie auf was anderem. Auf was anderes ausweichen müssen. Jetzt geh mal hier raus aus deiner blöden. Ist einfach bei manchen Bossen eine völlig andere Waffe besser wirkt als deren Schwäche. Ist irgendwie Quatsch. Andererseits, ich find's gut. Nicht meckern. Oh, blöd ist nur, dass mir die Waffe jetzt gerade ausgegangen ist. Ich hoffe, dass Meteor Rain da genauso gut funktioniert. Nö. Ich komm gar nicht ran. Yammer Option. Ja, großartig. Hat irgendwie funktioniert. So, dann will ich noch mal hoch. Autsch. Mein Kopf. So, aufgeladen und los geht's. Ich weiß nur noch nicht wohin. Nach Hause vielleicht? Ready? I was born ready. Geil. Ich kann auch Seelen noch sammeln. Könnt ihr bitte auf eine Höhe kommen? Na gut, ist egal.
Ich werde jetzt dieser Part hier, der steht auch in keinem Verhältnis zu all dem anderen Mist. Der wirkt gerade zu einfach. Was habe ich bloß gesagt? Okay, wieder Panik geschoben wegen nichts und wieder nichts. Warning! Ich finde, das muss auch nicht jedes Mal auftauchen. Oh. You don't seem to complete, Sigma. Also entweder to mit Doppel-O oder you don't seem to be complete, Sigma. X, get lost. I'll completely delete you. Silence. I'll kill you. Ahmed, the dead terrorist. Silence, I'll destroy you. Even with this half-completed body. Get ready to be deleted, Sigma! Oh, es kann angreifen. Und wie es angreifen kann. Ja, Sigma ist besiegt, Sigma ist besiegt. Na klar, war der noch lange nicht erledigt, ja, ja. Could I defeat him? I don't think so. Not yet. The battle has just begun. Ja, da sind jetzt so viele Tippfehler drin. Ich gehe davon aus, dass das mit Absicht ist. Die, XXX. Just die, X. What is he talking about? Though he's not fully conscious, he still remembers revenge. I'll put you out of your misery, Sigma. Just rest in peace. Dirk! Was ist das? I! Ekelhaft, ekelhaft, oh! Was zum... Ach du Scheiße! Was in drei Teufelsnamen? Okay, ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Kämpfe ich hier schon wirklich gegen Sigma? In dem Fall cutte ich hier. Und dann wird der spannende Kampf gegen Sigma die letzte Folge meines Mega Man X Dann wird der Kampf gegen Sigma die letzte Folge meines Mega Man X 6 Let's Plays sein. Also die nächste Folge. Freut euch drauf, wenn ich die Mega Man X Reihe für die PlayStation 2. PlayStation 1? Was rede ich hier eigentlich? Sigma, nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.